Dieser Beitrag stellt eine Ergänzung und Aktualisierung unseres Pathophysiologie-Videos SARS-CoV-2 im Körper dar. Alle, die dieses noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Die neuen Erkenntnisse wurden unter anderem durch die mit großer Verspätung angelaufenen Obduktionen verstorbener Covid-19-Patienten ermöglicht. Diese bestätigten den schon seit geraumer Zeit bestehenden Verdacht, dass nicht allein das ARDS, also das akute Atemnotsyndrom, den Tod im Rahmen von Covid-19 verursacht, sondern Lungenembolien, also der Verschluss von Lungengefäßen durch Blutgerinnsel. Eine Studie des Instituts für Rechtsmedizin am UKE unter Professor Püschel berichtet, dass bei den Obduktionen von 12 Covid-19-Patienten in 7 Fällen verstärkt Thrombosen, also Gerinnselbildungen in den Gefäßen der unteren Extremitäten vorgefunden wurden. 4 Patienten verstarben an einer Lungenembolie. Diese Ergebnisse bestätigten sich auch bei den weiteren Obduktionen. Insgesamt wurden bisher 190 Covid-19-Patienten am UKE untersucht. Wie lässt sich diese Blutgerinnungsstörung pathophysiologisch erklären? Der Schlüssel zum Verständnis dürfte in den ACE2-Rezeptoren liegen. Diese dem Virus als Andockstelle und Türöffner dienenden Proteine finden sich in erster Linie an den Oberflächenzellen der oberen und unteren Atemwege. Doch wie wir schon im letzten Video sehen konnten, finden sich diese ACE2-Rezeptoren auch in anderen Organen. Und, nun wird es heikel, auch an den inneren Oberflächenzellen von Blutgefäßen, den Endothelzellen. Gelangt das Virus in den Blutstrom, so kann es auch an diesen andocken und Entzündungsprozesse einleiten. Die nun in großer Menge freigesetzten Zytokine, also Entzündungsbotenstoffe, sind in der Lage, das Blutgerinnungssystem anzustoßen. Der Angiologe Professor Nils Kucher von der Uniklinik Zürich berichtet von hohen Konzentrationen von Blutgerinnungsfaktoren wie Fibrinogen und dessen Spaltprodukten, den D-Dimeren, im Blut von Covid-19-Patienten. Beides verweist auf thromboembolische oder thrombotische Prozesse. Übrigens, ein Video zu den D-Dimeren findet sich auch auf unserem Kanal. Amerikanische Ärztefachgesellschaften forderten ihre Kollegen nun auf, bei Covid-19-Patienten auf mögliche Thromboembolien zu achten und gegebenenfalls eine Behandlung mit Antikoagulantien einzuleiten. Dass sich eine systemische Antikoagulation, also eine therapeutische Gerinnungshemmung, für hospitalisierte Covid-19-Patienten prognostisch vorteilhaft auswirken kann, liegen erste Analysen aus den USA nahe. So wurden bei maschinell beatmeten Patienten die systematische Antikoagulation mit einem deutlichen Rückgang der Sterblichkeit auf 29% gegenüber 63% bei Patienten ohne Antikoagulation in Verbindung gebracht. In Zürich läuft nun eine Studie, an der man noch einen Schritt weiter gehen möchte. Und auch die ambulant behandelten Covid-19-Patienten mit einer Thromboseprophylaxe, nämlich dem Blutverdünner Enoxaparin, versorgen wird. Bislang wird eine solche ambulante Thrombosevorsorge bei Covid-19-Patienten ohne Risikofaktoren nicht empfohlen. Eine vielversprechende pathophysiologische Perspektivenerweiterung, die, so die Hoffnung, die Sterblichkeit der schweren Verläufe signifikant
beeinflussen könnte. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Bisher ist nicht klar, warum SARS-CoV-2 bei vielen Menschen einen so milden Verlauf zeigt und warum sich manche trotz intensiven Kontakts mit infizierten Personen gar nicht erst anstecken. Könnte bei diesen Menschen eine Art Hintergrundimmunität vorliegen? Ein Team der Charité Berlin untersuchte CD4-Zellen, CD4- oder T-Helferzellen. Alle, die sich unser Video zum Immunsystem angeschaut haben, wissen jetzt natürlich genau, wovon ich spreche. Also verglichen wurden CD4-Zellen von bereits geheilten Covid-19-Patienten mit den CD4-Zellen von Patienten, die sich noch nicht infiziert hatten. Spezifische auf die Antigenstruktur von SARS-CoV-2 ausgerichtete und somit reaktive CD4-Zellen wurden natürlich bei den geheilten Patienten erwartet und gefunden. Zur Überraschung der Forscher wiesen aber auch 34% der Patienten, die noch keinen Kontakt mit SARS-CoV-2 hatten, ebenfalls solche, wenn auch nicht ganz identische, reaktive CD4-Zellen auf. Eine durchgemachte Erkrankung mit einem der schon bekannten, harmloseren Coronaviren könnte aufgrund gewisser molekularer Ähnlichkeiten eine Art Hintergrundimmunität gegen das neue Virus bei diesen Menschen geschaffen haben. Ein interessanter Aspekt, der nach weiterer Forschung verlangt.